Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19 hier auf der Map Porta Westfalica. Ich bin wie immer der Shorty von der Test Area und es geht weiter heute. Ich möchte heute in den Mittelpunkt stellen die Spargelernte. Da bin ich ja mal gespannt. Das Ansehen von Spargel war sehr, sehr saatgutintensiv. Ich glaube, da sind knapp 10.000 Liter Saatgut draufgegangen. Also ich habe noch keine Frucht erlebt, die so viel Saatgut verbraucht hat wie der Spargel. Wenn jetzt der Ertrag, ne, gering ist, lohnt sich das mit dem Spargel quasi gar nicht. Dann ist das, habe ich ja schon mal gesagt, wie mit der Baumwolle. Baumwolle ansehen lohnt nicht. Es lohnt nicht. Es rechnet sich nicht. Das ist aber natürlich nur meine persönliche Meinung. Das werden wir aber feststellen. Des Weiteren, beim letzten Mal hatte ich ein Duell zwischen diesem Tiefenlockerer hier und dem kleinen, den wir am Hof haben. Und haben festgestellt, obwohl der hier mit 8 Metern Arbeitsbreite und 12 km/h langsamer ist, und der Kleine mit 6 Meter Arbeitsbreite und 17 km/h Arbeitsgeschwindigkeit schneller ist, tun die sich nicht viel. Ich habe jetzt vergessen, den Verschleiß noch zu vergleichen, aber da kommt es mir halt nicht drauf an, sondern auf die Geschwindigkeit. Dann stellt sich die Frage, der hat hier dann, wenn er gearbeitet hat, eine Grubbertextur, keine Pflugtextur, ob der als Pflug erkannt wird. Also das fällt hier Nummer 5. Das muss gepflügt werden. Und da will ich das mal eben antesten. Sollte dem so sein, dass der nicht als Pflug erkannt wird, ist das so oder so Unsinn. Dann kann der so oder so weg. Die Kleinen sind halt, na, besser. So, oh, mal schauen. Vehicle Extension. Anschalten. Zieh mal noch ein Stück vor. So. Und dann lasse ich den mal loslegen. Ich gehe mal hier hin. Hier steht ja jetzt eindeutig, muss gepflügt werden. Ich mag dem jetzt nicht im Weg stehen. Ich lasse mich jetzt mal unterpflügen. Ah, das macht er wieder nicht. Okay. Wir sehen hier, das ist eine Grubbertextur. Ich stelle mich mal da drauf. Doch. Wird als Pflug erkannt. Schön. Ja, prima. Moment. Doch. Doch, doch. Wird als Pflug erkannt. Dann, hol die Ladio. Lass ich den jetzt damit arbeiten. Ich meine, ich kann den auch wieder verkaufen und weiter die kleinen nehmen. Kommt aufs selbe raus. Das ist ja auch wieder interessant. Naja, jetzt arbeitet er erstmal. Ah, jetzt bin ich schon wieder so unentschlossen, wisst ihr? Schmeiße ich den jetzt doch wieder weg? Ach komm. Nee, komm. Komm, 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 komm. Wir brauchen Geld. Wir haben zwei von den Kleinen auf dem Hof. Was soll ich denn jetzt hier mich rumärgern? Stoppen. Zuklappen. Wir verkaufen den wieder. Und dann schnappen wir uns lieber einen von den Kleinen. So haben wir wieder ein bisschen Geld auf der Tasche. Und das sieht gepflügt aus und ge statt gegrubbert. Und das ist dann. Ach ja, es war ein Versuch wert. Zielorte. Fahrzeughändler. Ab dafür. So, Delle. Wir haben aber noch mehr zu tun, bevor wir mit der Spargelernte beginnen. Und machen wir doch mal. So, das abgeerntete Tabakfeld. Es muss gedüngt werden. Wenn ich das gedüngt habe, hat das sonst noch Bedürfnisse? Ach, das muss auch gepflügt werden. Verfluchtes Pflügen. Aber so ist das nun mal. Hab ich denn hier für die 43 einen Bredal Kurs 30 Meter? Ja, hab ich. Wunderbar. Da kann gar nichts schief gehen. Ich gehe davon aus, der Dünger reicht. Da war doch erster Wegpunkt. Hier, pflügen und düngen.
Abfahrer einstellen. So. Ich glaube nicht, dass er den leer macht. Also ich gehe davon aus, der Dünger reicht, der noch drin ist im Bredal. Naja. Schauen wir. So, läuft. Hier, das ist ja das Ex-Sojabohnenfeld, ne? Das muss noch gegrubbert werden. Da habe ich ja den großen stehen. So. Den. Werde ich mal auch erstmal mit dem AI Vehicle Extension fahren lassen. Erstmal. Dann später fange ich den wieder ab für den normalen Helfer. Das ist aus. Das wird eingeschaltet. H drücken. Ja, dann haben wir bald alle Felder clean. Dann müssen wir uns noch die Feldgrößen angucken und so eine kleine Rangliste erstellen. Vom großen zum kleinen Feld und dann überlegen, wo wir die Fruchtarten, die wir brauchen, am besten verteilen. Und je nach Bedarf. So. Und dann ist der es erledigt. Der Fahrer von Axel beim Fahrzeughändler angekommen. Na prima. Gut. Wenn wir denn schon mal hier sind, können wir auch gleich mal ein Gerät, der Gerät mieten für Spargelernte. Nicht? So, ich spring mal raus. Na, immerhin, ne? Gibt fast 70.000 Euro dafür. Haben und nicht haben, ne? Wenn wir sowas schon auf dem Hof haben, warum sollen wir alles doppelt, dreifach? Also wir haben es ja schon doppelt, aber warum sollen wir dreifach? Tschüss. So, Spargel. Nee. Dann wollen wir mal schauen. Multifrucht, Multifrucht. Wir müssen hier mal reingucken. Karotten, Zwiebeln, Kopfsalat, Weißkohl, Rotkohl, Kartoffeln, Zuckerrüben. Kein Spargel. Was ist hier? Karotten, Zwiebeln, Kopfsalat, Weißkohl, Rotkohl, Kartoffeln, Zuckerrüben, Zuckerrohr. Na? Jetzt wird's spannend. Haben wir hier einen, der Spargel kann? Hier steht das nicht bei. Das steht bei den Schneidwerken dann. Da geht's schon rund, ne? Also. Multifrucht. Es ist hier tatsächlich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie mit Spargel gearbeitet. Maispflücker. Nee. Normale Schneidwerke. Nee. Jetzt wird's aber unter Rübentechnik. Ach, du ahnst es nicht. Wie kriege ich denn jetzt den Spargel vom Feld? Moment, das muss ich mir jetzt erstmal angucken. Ich bin schon, ne? Fast in Panik verfallen. Okay, ich habe vom Onkel Yogi einen Spargel geronnen. Gott sei Dank. Ich hatte schon Panik, ey. Mieten. Heumarsch, Terrados T440. Terrados. Mann. Leute, stellt euch das mal vor, ich hätte kein Fahrzeug gehabt für Spargel. Kehr, kehr, kehr. Ich war jetzt ein bisschen sprachlos, weil ich wusste, ey, du hast doch was zum Spargel ernten. Wo ist es denn hin? Ja, also das ist vom Yogi, der Terrados. Ah.
weil die Kollision nicht aktiviert ist, ist der mir hier vors Tor gefahren. Naja. Tschüss. Okay. Ah, ich habe schon Schock gekriegt. Ich will heute Spargel ernten. Ich habe kein Fahrzeug, das Spargel ernten kann. Meine Güte. So. Na, hören Sie mal, Herr Händler, wir hätten aber ein bisschen mehr Platz hier lassen können. Das ist ja. Das hat ja eine ganz schöne Breite, möchte ich mal sagen. Ja. Alles klar. Also man könnte jetzt hier theoretisch nicht fahren. Man sieht nichts. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich bringe den mal zum Feld. Also, man braucht hier wohl definitiv einen Schneidwerkwagen oder eine Sondertransportgenehmigung mit Begleit. Naja, so fährt man jedenfalls nicht auf der Straße. Okay, da hinten steht der Abfahrer bereit. Der Terrados hier auch. Ich will mal probieren. Ja, wir experimentieren mal. Ich lasse den Terrados mal mit dem AI Vehicle Extension ernten. So, klappen wir den mal auf. Hm, 45.000 Liter passen da rein. Ich drücke mal H. Und er fängt an. Also wie gesagt, der Spargelertrag ist jetzt auch ausschlaggebend dafür, ob es sich lohnt, so viel Saatgut drauf zu ballern, um Spargel anzusehen. Das sieht aber im Moment so aus, als wenn der Ertrag wirklich nicht gerade klein ist. Das kann aber auch täuschen. Ja. Ist schon bei 10%. Mein lieber Schwan. Das ist jetzt kein Standard-Terrados, ne? Die Arbeitsbreite und die Arbeitsgeschwindigkeit, das ist eine erhöhte Geschichte vom Yogi halt. So, wir haben eine Bahn, das sind schon mal 16% Ladevolumen. Oh, das AI Vehicle Extension scheint auch mit der Knicklenkung ziemlich gut zurechtzukommen und arbeitet ziemlich sauber sogar. Na gut, ich lasse den mal arbeiten, bis er das erste Mal voll ist und dann gucke ich mal, an welcher Stelle vom Feld er steht. Dann kann man ungefähre Rückschlüsse drauf machen, wie hoch der Ertrag von Spargel ist. Er ist voll. Er hat jetzt gut zweieinhalb Feldrunden, gut fast zweieinhalb Feldrunden gebraucht. Aber für 45.000 Liter, ja, das ist das mehr als das Doppelte, was ein Drescher hat. Und das mit dem AI Vehicle Extension. Die Ernte, die läuft sauber. Also bis jetzt hat der nichts stehen lassen. Ne? Wenn jetzt noch die Kooperation mit dem Abfahrer funktioniert, so wie sie soll, dann wäre ich da auch zufrieden. Dann könnte ich mir vorstellen, zukünftig das Ernten vom AI Vehicle Extension übernehmen zu lassen. Zumindest, wenn man mit einem Gerät arbeitet. Wenn man mit zwei Geräten arbeitet, wird das schon wieder ein bisschen tricky. Das Überladen geht. Jetzt muss ich nur schauen wegen den Einstellungen vom Anhänger. 45.000 Liter. Oh, das geht. Er ist jetzt bei 86% Ladevolumen. Müsste eigentlich jetzt los abkippen. Ne?
das funktioniert. Ich hoffe mal da. Und er erkennt den Spargel auch wieder nicht als Frucht. Und fährt da mittendurch. Das muss was mit irgendwie der Höhe der Frucht zu tun haben oder Kollision. Also der erste Anhänger mit 45.000 Liter geht weg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir haben am Spargel echt einen relativ hohen Ertrag. Vielleicht nicht so viel wie bei Zuckerrüben. Aber wir müssen mal bedenken, was der Spargel für einen Preis hat im Verkauf, ne? Da hatten wir ja schon mal geschaut. Der Spargel, nicht hier scrollen. Meine Güte, vorsichtig, Junge, vorsichtig. Spargel, 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 Spargel. Oh, so ein schönes Schweineschnitzel mit Spargel und Soße Hollandaise. Ach, ich krieg Hunger. So, Spargel. Top. 3.940 Euro pro 1.000 Liter. Dann wissen wir jetzt, was wir hier im Anhänger drin haben. Da bin ich mal gespannt. Ach, das ist ja richtig sortiert abgelegt quasi. Also ich bin mal auf die Gesamterntemenge jetzt gespannt. Lassen wir den mal machen. Und dann fahren wir den Spargel auch noch verkaufen. Ich bin da jetzt neugierig, ob sich das lohnt. Wenn ja, behalte ich das mit dem Spargel ruhig bei, bin ich mal der Meinung. Ja, die Spargelernte ist beendet. Na, jetzt muss ich nur da drunter kommen. So. Der Roder ist dann auch gleich leer. Prima. Und der hat das sehr sauber gemacht mit dem Vehicle Extension, muss ich sagen. Bei Cosplay sieht das schlimmer aus. Klar stehen da jetzt noch einzelne Stoppel irgendwie, aber das soll jetzt nicht so tragisch sein. Es ist jedenfalls besser als zum Beispiel mit Cosplay. So, bring den Spargel ins Lager. Und dann wollen wir mal gucken, wie viel Spargel wir hier vom Feld geschafft haben, runter zu kratzen. Der Traktor ist gerade reingefahren und kippt jetzt ab. Wollen wir mal schauen. Also gut, das ist jetzt nicht so viel wie zum Beispiel Kartoffeln oder Zuckerrüben, aber immerhin 253.357 Liter. Das ist was. Jetzt will ich natürlich sehen. Ach Mist. Ich will jetzt natürlich auch wissen, ob sich das vom Verkaufspreis, also ob der Verkauf von Spargel sich lohnt. Den muss ich hier erstmal wegholen. Der steht dann nämlich sonst im Weg. Obwohl, so wie der dran ist. Komm. Du kannst zum Waschplatz. Du Ferkel. So, jetzt muss ich erstmal den Ford Ready machen. Und dann fahren wir den Spargel mal verkaufen und gucken mal, wie viel wir an den Spargel verdienen. Nicht? Gut, der Ford ist da. Wir wollen jetzt Spargel direkt verkaufen. Wir ermitteln. Nein, nicht du. Du. Wir ermitteln jetzt nochmal eben. Beste Preis Spargel. 3.746 Euro. Ja gut, ist fallend, ne? Aber egal. Ist auf jeden Fall der beste Preis, der für Spargel geboten wird am Denkmal. Nein. Fürs Denkmal werden wir nicht den Ford nehmen. Momento. Da fahren wir nicht mit dem LKW hoch. Wir wissen aus Erfahrung, dass oben am Denkmal ziemlich eng ist und der kam zwar darum, aber trotzdem 253.357 Liter insgesamt. Ich nehme den Unimog mit zwei Anhängern und beladen werden wir am Silo und Silo und Silo. Erstmal alles zumachen hier. So. Silo, Wurzelfruchtlader, Lager. Abladen werden wir an der Verkaufsstelle.
Denkmal und wir nehmen Spargel. So, jetzt gucke ich mal, ob das Beladen funktioniert. Funktionuckelt. Nuckel, nuckel, nuckelt. Mach auf. Ja. Anhänger 1 wird gefüllt. So, er fährt vor. Und Anhänger 2 wird auch gefüllt. Das klappt. Wir haben dann insgesamt 50.800 Liter, also, ne? Das ist 50.000, das ist schon ganz in Ordnung. Und dann lassen wir den Unimog losfahren zum Denkmal verkaufen. Und ich bin gespannt, wie viel wir damit verdienen. Denn das ist jetzt ausschlaggebend, ob sich das lohnt, so viel Saatgut zu verballern, um Spargel anzupflanzen, weil das sind echt Mengen an Saatgut gewesen, glaubt es mir. Na gut, warten wir es ab. Also da hatte schon ein bisschen zu kämpfen, hier den Berg hochzukommen mit dem Gewicht, aber es hat funktioniert. Ich musste nicht eingreifen. Und jetzt sind wir hier am Trigger. Na, ob das klappt mit zwei Anhängern, ich weiß nicht. Wir werden sehen. So, Anhänger 1 wird abgeladen. Jetzt bin ich mal gespannt. Hinterkontostand wächst und wächst und wächst und wächst. Anhänger 1 ist leer. Das waren schon mal 77.000. 77.000 Euro. Jetzt kommt Anhänger 2, wenn es denn klappt. Ich denke einfach mal ja. Ja, klappt. Na wunderbar. So, raus damit. Ich drehe mal die Kamera so, dass man den Kontostand besser beobachten kann. So, 50%, 40%. 30%, noch 20%, noch 10%, zack, und 110.000, also 187.000 und ein paar kaputte mit 50.000 Liter Spargel. Das ist schon zu vergleichen fast mit Torf. Ich würde sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da haben wir insgesamt 4 Ladungen von. Dann kommen wir auf über. Moment mal. 4 Ladungen, A180.000. Das sind bei mir 700. Moment. Kopfrechnen wieder. Gerade ein bisschen unkonzentriert. 8, 16, 24, 32, 400. Das sind 720.000 Euro mit Spargel ungefähr, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Boah, doch, hat sich gelohnt. Wir werden den Rest Spargel beim nächsten Mal verkaufen. Und auch wenn der Einsatz von Saatgut ziemlich hoch ist, bin ich der Meinung, ja, wir behalten das mit dem Spargel bei. Wir bauen weiter Spargel an, um damit Geld zu verdienen. Spargel ist ein Endprodukt. Okidoki. Ich bin überzeugt, ich hoffe ja auch. Das soll es dann aber für heute gewesen sein. Die große Spargelernte und der Profit, also Spargel war eine gute Idee. Vielen lieben Dank dafür. Der Vorschlag kam ja aus der Community. Ich soll das mal probieren. Ich werde das mit dem Spargel hier mal beibehalten. Ja. Ich war bin und bleib der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.